Bonjour und herzlich willkommen zu meinem Kanal Anyone Can Cook mit Christian und meinem kleinen Freund Mickey. Wir kochen heute gemeinsam einen absoluten Klassiker aus dem Disneyland, und zwar das Ratatouille aus dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2007. Allerdings wird das Ratatouille im Disneyland ein klein wenig anders zubereitet. Ich denke mal in erster Linie aus praktischen Gründen, damit man das Ratatouille besser warm halten und auch besser portionsweise servieren kann. Aber ganz ehrlich, mir schmeckt das Ratatouille aus dem Disneyland auch viel besser. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie aufgeregt ich war, als ich gehört habe, dass im Disneyland eine neue Attraktion eröffnet werden sollte, das Abenteuer Ratatouille aus dem gleichnamigen Film. Ich habe schon immer versucht, einen Blick hinter den Bauzaun zu werfen, um zu sehen, wie das Ganze aussehen wird. Und ich war hellauf begeistert, als im Juli 2014 dann die Attraktion eröffnet worden ist. Die Umgebung der Bahn wurde entsprechend des Films so gestaltet, wie man sich das alte Paris vorstellt. Es gibt insgesamt drei Eingänge in die Bahn. Rechts den normalen Eingang, links den für den Fastpass und in der Mitte gibt es einen Single Ride. Zu Fastpass und Single Ride erzähle ich euch in einer meiner nächsten Folgen noch etwas. Da man in der Bahn auch 3D-Brillen auf hat, ist es schon schwierig, das Ganze zu filmen. Zum Glück gibt es aber ein 2D-Video vom Disneyland Paris, aus dem wir euch hier ein paar Ausschnitte zeigen. Und nun kann es losgehen. Du befindest dich auf den Dächern von Paris, als Remy zum ersten Mal Bistros Restaurant aus der Nähe erblickt. Bevor du es merkst, stürzt du plötzlich durch das Glasdach und findest dich in der Küche wieder, wo eine Ratte nach Ansicht der Küchenbrigade natürlich nichts verloren hat, sodass du dich gut verstecken musst. Bei deiner Flucht durchquerst du die Vorratskammer. Dort gibt es einen über 6 Meter großen und 1,2 Tonnen schweren Schinken und einen 6,5 Meter hohen Kühlschrank. Nun landest du im Gastraum des Restaurants, wo es Linguini gerade noch gelingt, dich vor Skinner zu verbergen. Doch nicht für lange. Skinner macht Jagd auf dich. In höchster Not kannst du ihm aber entkommen. Weiter geht es in Remys Küche, wo die Rattenbande eifrig schnippelt, schält und brutzelt. Das köstliche Essen, das in Remys Küche zubereitet wird, will natürlich auch gegessen werden. Dazu ist die gesamte Rattenbande in der Laube unter dem Dach zusammengekommen und schlemmt dort nach Herzenslust. Wenn du das Rattenmobil verlässt, kannst du durch die Glasscheibe einen Blick in das liebevoll eingerichtete Restaurant Chez Remy erhaschen. Das Chez Remy sieht aus wie das Restaurant aus dem Film, alles aus dem Blickwinkel einer Ratte. Es gibt als Deko überdimensionale Teller und Besteck, riesengroße Marmeladenglasdeckel dienen als Tische und von den Decken hängen gigantische Lichterketten. Die musst du gesehen haben. So, und nachdem wir uns nun richtig Appetit geholt haben, fangen wir mal langsam an mit Kochen. Für das Ratatouille brauchen wir 2 mittelgroße Auberginen, 2 grüne Zucchini, eine gelbe Zucchini, 3 Paprika, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, Oregano, Thymian, Basilikum und Rosmarin, Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe, 2 Esslöffel Tomatenmark, Tomatenpüree und zum Anbraten jede Menge Olivenöl. Als erstes schneiden wir die Aubergine in ca. 1 cm dicke Scheiben. Und da die Aubergine viele Bitterstoffe enthält,
habe ich dann noch einen besonderen Tipp für euch. Die Auberginenscheiben werden zunächst ordentlich eingesalzen. Und zwar von beiden Seiten. Dann fängt die Aubergine an zu säften und mit der Flüssigkeit werden dann auch die Bitterstoffe ausgeschieden quasi. Das Ganze verreiben wir noch ein wenig und lassen die Aubergine nun ca. 10 Minuten stehen. Als nächstes kümmern wir uns um die Zucchini. Auch hier schneiden wir die Zucchini in ca. 1 cm dicke Scheiben. Und die Scheiben schneiden wir dann etwa in 1 cm große, leicht große Würfel. Die gelbe Zucchini verwende ich nur zur Hälfte, da ich die andere Hälfte nachher für die Deko noch verwenden werde. Als nächstes kümmern wir uns um die Paprika. Ich persönlich finde ja, dass das Gericht viel feiner wird, wenn man die Paprika enthäutet. Und außerdem ist ja auch die Haut nur schwer bekömmlich. Es gibt verschiedene Methoden, um Paprikas zu enthäuten. Dabei wird die Paprika entweder auf der Herdplatte angeröstet oder auch im Backofen. Und anschließend muss die Paprika dann mit Eiswasser abgeschreckt werden. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Leider hat die Methode mit dem Ofen bei mir bislang nicht wirklich gut funktioniert. Das war eine ziemliche Fummelei. Deswegen, liebe Kinder, bitte jetzt weggucken, nicht nachmachen, habe ich die absolute Geheimwaffe für euch. Und zwar eine Lötlampe aus dem Baumarkt. Dabei darauf achten, dass die Haut Blasen wirft. Und man auch alle Stellen gut erreicht, auch oben und unten auf der Paprika. Und das Ganze dann in Eiswasser abschrecken. Und wie durch Zauberhand lässt sich die Paprika jetzt sehr leicht enthäuten. Als nächstes müssen wir die Paprika noch von innen her auch säubern, da die Kerne genauso schlecht bekömmlich sind wie auch die Haut. Wir lassen die Kerne kurz aus und schneiden dann die Paprika auch in ca. 1 cm große Würfel. Die gelbe Zucchini verwende ich nur zur Hälfte, da ich die andere Hälfte nachher für die Deko noch verwenden werde. Mittlerweile ist die Aubergine auch so weit, dass wir sie in Würfel schneiden können. Man sieht schon, dass sie gut Wasser gelassen hat. Das überschüssige Wasser und die Bitterstoffe tupfen wir nun mit einem Küchenpapier ab. Sag mal, Micky, weißt du eigentlich, woher der Name Ratatouille kommt? Nee, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Scheint ja ein französisches Wort zu sein. Das stimmt, ja. Also, Rat, das weiß ich, das heißt auf Französisch Ratte. Das stimmt, ja. Hier weiß nicht an, dass da Ratte drin ist. Jedenfalls kam es ja nicht in der Zutatenliste vor. Nee, da bist du auf dem falschen Dampfer. Also, Ratatouille ist ein französischer Begriff, der seit dem 18. Jahrhundert für Eintopfgerichte verwendet wird. Touiller, was umrühren bedeutet, und dem provinzialischen Wort Ratta, ein Begriff für einfaches Essen.
Nun schneiden wir auch die Aubergine in gleichmäßige 1 cm große Würfel. Da wir gerade schon mal beim Schnippeln sind, können wir auch schon die Zutaten für die Soße vorbereiten. Wir müssen Zwiebeln, Knoblauch und Kräuter klein schneiden. Die brauchen wir dann, wie gesagt, später für die Soße. Hier haben wir dann den Rosmarin, den Oregano, den Thymian und den Basilikum. Und den schneiden wir jetzt möglichst klein. So, nachdem wir nun mit den vorbereitenden Arbeiten fertig sind, kommen wir jetzt zum eigentlichen Kochen. Zum Anbraten benutze ich immer gerne Olivenöl, weil das nochmal den richtigen Pfiff für das Ratatouille gibt. Ruhig reichlich Olivenöl verwenden, da die Aubergine ziemlich viel Olivenöl benötigt. Dabei ruhig starke Hitze verwenden und die Aubergine scharf anbraten. So, die Aubergine scheint nun fertig zu sein. Da sich unser Gemüse immer sehr mit Olivenöl vollsaugt und wir das Ganze später nicht im Ratatouille haben wollen, nehmen wir ein wenig Küchenpapier, papieren das in einer Schüssel, damit das überschüssige Olivenöl gut aufgesogen werden kann. Jetzt gießen wir neues Öl dazu, um unsere Zucchini anzubraten. Das sind so viele, das machen wir in 2 Etappen, dass sie auch schön kross werden beim Anbraten. Und unsere Aubergine tupfen wir nochmal mit weiterem Küchenpapier ab, damit das Öl auch gut aufgesogen werden kann. Wenn wir das ganze Gemüse angebraten haben, tupfen wir auch die oberste Schicht noch einmal ordentlich ab, damit wir das überschüssige Olivenöl aufsaugen können. Und dann können wir schon die Soße vorbereiten. Dafür braten wir Zwiebeln und Knoblauch an. Hier machen wir nochmal etwas Olivenöl dazu. Wenn die Zwiebeln schön glasig sind, geben wir unsere 2 Esslöffel Tomatenmark dazu und rösten das ein wenig mit an. Anschließend löschen wir das Ganze mit unserer Gemüsebrühe ab. Wir geben noch nicht alles dazu. Erstmal in so einen kleinen Schuss. Wir lassen das Ganze ein wenig einreduzieren,
Dann geben wir unser Tomatenpüree dazu. Da hat man mehr Freude am Gericht, wenn man da auch ein hochwertiges Tomatenpüree verwendet. Jetzt geben wir nach und nach weitere Gemüsebrühe hinzu. Und auch noch mehr Tomatenpüree. Wir schmecken das Ganze mit Salz und Pfeffer ab. Um die Soße zu reduzieren, lassen wir sie nun ungefähr 10 Minuten köcheln. Aber wir müssen natürlich einen Blick darauf haben, nicht, dass uns die Soße anbrennt. Sag mal, Christian, du hast doch erzählt, dass wenn du ins Disneyland fährst, dann machst du doch Ausflüge in die Umgebung oder so. Wo warst du denn da letztes Mal? Letztes Mal war ich in Mo. Das ist eine wunderschöne kleine Stadt in der Nähe vom Disneyland, nur 20 Minuten entfernt. Ich parke immer etwas außerhalb und gehe dann zu Fuß in die Stadt. Letztes Mal waren wir im Garten Bosé am Bischofspalast. Und in der Kathedrale. Die Fassade des alten Kapitelgebäudes hat mir auch sehr gut gefallen. Samstags vormittags gibt es in Mo immer einen Markt. Ganz in der Nähe vom Markt gibt es viele schöne kleine Cafés. Und dabei ist es üblich, dass man sich Croissants oder anderes Gebäck in einer Bäckerei kauft und dieses dann vor Ort im Café verzehren kann. Für das nächste Mal habe ich mir vorgenommen, eine Schaukäserei anzuschauen. In Mo wird nämlich der weltberühmte Brie hergestellt. Während das Ganze jetzt noch ca. 15 Minuten köchelt und etwas reduziert wird, kümmern wir uns um den Zucchini-Mantel. Denn wie ihr gesehen habt, ist in Disneyland das Ratatouille mit einem Zucchini-Mantel umhüllt. Dafür nehmen wir eine Zucchini. Wie schon erwähnt, sollte die mindestens doppelt so lang wie unsere kleine Backform sein, damit wir den Zucchini-Mantel auch komplett herstellen können. Wir schneiden dafür Streifen von der Zucchini ab. Den ersten Streifen können wir nicht so gut verwenden. Dabei darauf achten, dass die Streifen ungefähr gleich dick sind, damit sie die gleiche Garzeit haben. Ich persönlich blanchiere dann meine Zucchini-Scheiben immer noch kurz, damit die Garzeit im Ofen nicht mehr ganz so lang ist. Dann lassen wir unsere Zucchini-Scheiben auf etwas Küchenpapier abtropfen. Wir können dann unsere Auflaufform vorbereiten, indem wir zuerst die Zucchini-Scheiben fächerförmig in der Auflaufform verteilen. Dabei darauf achten, dass rechts und links etwas von der Zucchini-Scheibe überhängt, damit wir unser Ratatouille-Paket dann auch gut verschließen können. Bevor wir das Ratatouille jetzt in die Förmchen füllen, werde ich es nochmal abschmecken. Ist schon sehr lecker, aber ich glaube, ein bisschen Salz und Pfeffer kann es noch vertragen. Dann füllen wir das Ratatouille in unsere kleinen Förmchen. Vielleicht ein bisschen darauf achten, dass nicht zu viel Sugo mit in die Förmchen gelangt, weil das Ganze dann zu wässrig wird. Das Ganze immer nach und nach ein klein wenig verdichten. Die Förmchen auch nicht ganz voll machen. Wir wollen die Förmchen anschließend stürzen. Dann verschließen wir das Paket und dabei darauf achten, dass die Zucchini dann
auch das gesamte Ratatouille umhüllt. Voilà. Während das Ratatouille im Backofen gart, bereite ich jetzt eine Beilage zu. Im Jeremy im Disneyland gibt es dazu Kartoffelbrei oder Kartoffelgratin. Ich mache heute einen Kartoffelstampf, der ist etwas gröber als der Kartoffelbrei, mit Lauchzwiebeln. Hier siehst du alles, was du für den Kartoffelstampf brauchst. Und bei der Gelegenheit schreibe ich dir auch gleich noch auf, was du für den Gemüseturm brauchst. Dafür schäle ich zuerst die Kartoffeln. Dann würfeln wir die Kartoffeln. Unsere Kartoffeln kochen wir nun für ungefähr 10 Minuten. Als nächstes schneiden wir den Lauch in kleine Scheiben. Zerdrücken unsere gekochten Kartoffeln, verfeinern die Kartoffeln mit etwas Butter. Geben etwas Milch dazu. Und schmecken das Ganze mit etwas Pfeffer und auch etwas Muskatnuss ab. Dann geben wir den Lauch dazu und verrühren das Ganze. Für den Gemüseturm haben wir einige Scheiben von unserem Ratatouille-Gemüse aufgehoben und schneiden zusätzlich noch einige Scheiben Tomate dazu. Jetzt brate ich noch das Gemüse für unseren Gemüseturm an. Da habe ich von allen Zutaten eine Scheibe abgeschnitten. Als erstes die grüne Zucchini, dann die gelbe Zucchini, etwas Aubergine. Und ich nehme noch ein Stück Tomate dazu, das macht sich optisch ganz gut. So, hier ist jetzt unser Ratatouille-Paket. Das stürze ich auf dem Teller, wo ich es anrichten werde. Sieht schon mal sehr gut aus. Dann werde ich jetzt dazu etwas von dem Kartoffelbrei anrichten. Dafür habe ich einen Ring genommen. Das sieht ein bisschen eleganter aus, wenn wir das in diesen Ring auf den Teller füllen. Duftet. Ich habe schon richtig Hunger bekommen hier und sieht auch super lecker aus. Nehmen wir den Ring ab und haben ein wunderbares Kartoffelkörnchen. Dazu gibt es Zitronenschnitzel und dann werden wir das Ganze noch mit etwas von der Soße
anrichten. Und dazu gibt es dann noch unser schon angepriesenes Gemüsetürmchen. Da fange ich beim Schichten mit der Aubergine an. Mache immer ein klein wenig Soße dazwischen, damit das Ganze schön saftig wird. Dann die grüne Zucchini. Eine Scheibe von der gelben Zucchini. Etwas Tomate. Und dann können wir, damit es optisch schöner aussieht, nochmal mit der Aubergine anfangen. Und zum Abschluss nehmen wir eine Scheibe von der gelben Zucchini. Garnieren das Ganze mit ein wenig Frühlingszwiebeln und etwas Basilikum. Voilà! Bon Appetit! Kleiner Tipp noch. Sollte doch mal etwas von dem Ratatouille übrig bleiben, könnt ihr eine wunderbare Nudelsoße daraus machen oder zum Frühstück ein Omelett damit aufdecken. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, drückt die Glocke, abonniert den Kanal und schreibt mir eure Wünsche und Anregungen in die Kommentare. Wenn ich einmal besondere Gerichte aus dem Disneyland für euch nachkochen soll, lasst es mich wissen. Au revoir, euer Christian und Mickey. Thank you.